In Neubauten wird heute schon ein neuer Zähler eingebaut. Bis 2032 muss der gesamte Bestand in Deutschland ausgetauscht sein. 10% davon haben wir festgelegt, werden schon bis 2020 ausgetauscht werden. Und ob es ein Zähler oder ein Messsystem wird, hängt vom Verbrauch ab. Ja, wir müssen bedenken, wir haben es hier mit einem kompletten neuen System, mit einer Neuentwicklung zu tun. Wir haben das System im Forum Netztechnik und Netzbetrieb des VDE maßgeblich mitentwickelt, spezifiziert. Derzeit laufen die Tests. Die Tests sind zu 50% erfolgreich. Wir wollen aber auch die komplette Testumgebung und die Testphasen, die Testfälle erfolgreich haben. Deswegen wird auch hier eine kontinuierliche Weiterentwicklung und eine hohe Qualitätssicherung erfolgen. Ja, wir haben über das Thema Sicherheit von Anfang an intensiv nachgedacht und die Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik umgesetzt. Man kann sagen, höchstes Niveau in Deutschland, wie bei Banken, wie in anderen Anwendungen auch. Wir haben eine hohe Verschlüsselung. Wir haben sehr viel Aufwand, um die Daten auch erstmal beim Kunden zu halten und über die Rolle des Gateway-Administrators nur denen zur Verfügung zu stellen, die die Daten auch haben dürfen. Insofern sehr hohes Niveau.